Laubabwerfende Hecken wie die Rotbuche, den Ahorn oder die Hainbuche, die werden wie fast alle Pflanzentöpfen kultiviert und können also 12 Monate im Jahr gepflanzt werden. Das steht außer Frage. Aber in der Ruhezeit von diesen Pflanzen, in den Wintermonaten von Oktober bis Mai, brauchen Sie sie nicht im Topf zu bestellen, aber können Sie diese auch mit nackter Wurzel bekommen, Wurzelware genannt. Eine wurzelnackte Pflanze hat viele Vorteile. Zunächst und nicht unwichtig ist sie um einiges günstiger. Sie können sie einfacher transportieren und müssen sich nicht mit Töpfen oder Wurzelballen abmühen. Und auch das Pflanzen ist leichter. Ganz wichtig ist wohl, dass Sie sie nicht austrocknen lassen. Schützen Sie daher vor Sonne und Wind. Vor den Pflanzen stellen Sie sie einfach ins Wasser, eine Stunde ungefähr, dass sie sich schön vollsaugen, dann haben Sie direkt einen guten Start. Manchmal haben Sie sehr lange Wurzeln. Wenn diese jetzt zu lang sind, dann schneiden Sie sie einfach ab. Nehmen Sie eine Gartenschere, schneiden Sie es ab, das verträgt sie einfach. Was nie darf, ist, wenn so eine lange Wurzel gedreht im Pflanzloch liegt, versuchen Sie dies vorzubeugen und schneiden Sie besser ab. Und dann müssen Sie auch dafür sorgen, dass die ganze Wurzel bedeckt ist, auch die oben liegenden Wurzelteile. Ungefähr bis zu diesem Punkt muss die Wurzel in die Erde, nach dem Pflanzen, eben wässern, damit die Erde sich gut an die Wurzel legt. Und danach müssen Sie sie natürlich noch hegen und pflegen. So haben Sie aber eine sehr einfache Art, um doch sehr lange Hecken anzupflanzen. Es gibt viele Arten von Heckenpflanzen, die Sie in der Winterzeit wurzelnackt kaufen können, so wie der Ahorn oder hier der spitze Weißdorn, die Hainbuche, Liguster und die überall bekannten Rotbuchen. Jetzt können Sie natürlich eine Reihe mit einer Pflanze setzen, aber wünschen Sie jetzt eine breitere Hecke, dann setzen Sie diese im sogenannten Zickzack- oder Dreierverbund. So machen Sie einfach zwei Reihen, die schön verspringen. Schauen Sie, wenn man das so sieht, dann denken Sie, ja, das sieht nicht besonders ansprechend aus. Aber dann sollten Sie mal abwarten, wie es sich im Sommer entwickelt. Und das hier ist dann, wie man es nennt, das Sommerbild einer laubabwerfenden Hecke. Man kann sich doch fast gar nicht vorstellen, dass diese kahlen Zweige in nur 2, 3, 4 Jahren mal auswachsen zu einer so schönen, kompakten Hecke. Dies ist auch wieder die Rotbuchenhecke. Ungefähr vor 4, 5 Wochen ist sie geschnitten worden. Die Seiten sind noch ganz in Form, aber oben sieht man die jungen Triebe wieder rausschießen. Grundsätzlich können Sie diese wieder abschneiden. Denn je öfter Sie schneiden, umso schöner und dichter von der Struktur wird sie.